Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge FIFA 17 Torwartspielerkarriere. Ich bin Sian und wir sind zu Gast in Brighton. Wir schauen kurz nach, wo Brighton auf der Tabelle ist und sehen zugleich, dass unser Abstand nach hinten immer besser wird, weil Man City mit dem 15. Spieltag schon auch nur 23, aber da kommen, also es kommen immer mehr hoch, die bleiben aber ungefähr so auf einer Ebene, also ist es ganz okay. Nur FC Chelsea und FC Arsenal, die gewinnen und gewinnen und gewinnen weiter, und wir haben schon gegen die beiden gespielt. Gegen einen von beiden haben wir unentschieden gespielt, gegen den anderen haben wir verloren. Ich glaube, gegen Arsenal haben wir unentschieden gespielt und gegen Chelsea haben wir verloren. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall haben wir 9-2-3, ist eine ordentliche Statistik, ja. In letzter Zeit nur noch gewonnen. Und wir spielen jetzt gegen Platz 20. Ah, das ist klar. Die haben erst einmal gewonnen, viermal unentschieden gespielt. Die bekommen jetzt ihre 10. Niederlage rein, wie unser 10. Sieg. Und dann passt es alles. Aber es ist auf jeden Fall unglaublich, wie man sieht, dass FC Arsenal und FC Chelsea so krass gut spielen. Die gewinnen und gewinnen, 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 gewinnen. Ich habe gedacht, das ist so, ja, dass andere das irgendwie nicht so machen wie wir. So, auf jeden Fall wir wieder mit einer Mischung aus A, B, C und D Mannschaft. Immerhin Sturridge spielt, Mané spielt. Das wäre eigentlich so einer, den ich rausgenommen hätte. Genauso wie Stewart. Wegen der Ausdauer. Die spielen aber trotzdem. Ah, wir haben einen 59er. Der ist noch nicht mehr für die vierte englische Liga gut genug. Aber gut. Wir spielen gegen Platz 20. Freuen uns dementsprechend wegen der Aufstellung auf ein spannendes Spiel. Wir sind ja schon in der zweiten Saison. Ich glaube, Brighton, kann es sein, dass die eigentlich in der zweiten Liga spielen und dass die aufgestiegen sind? Weil ich glaube, das ist kein echtes Stadion. Dementsprechend leite ich das daraus so ab. Oh, schade. 6. Minute, erste gute Chance. Sturridge auf Mané. Wenn ihr das wisst, könnt ihr das gerne mal in die Kommentare schreiben. Es ist auf jeden Fall wieder regnerisch. In England regnet es nur. Oh. Die Pässe sind irgendwie so hart, Mann. Ich meine, also, entweder verkackter Schuss, aber das war irgendwie dann sehr verkackt. Oh, 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 oh. Abspielmöglichkeit. Tor. Ja, da kann ich nichts machen. Da musste ich auch noch damit rechnen, dass er abschließt. Alter. Ja, nee. Das war eine richtig Kackverteidigung. Die war übertrieben offensiv gerade. Leute! Was macht ihr denn? Das erinnert mich so an EFL-Pokal. Oh, wieder eine richtig krasse Konterchance. Oh, diesmal ist die Abwehr gerade noch so da und kann den Abschluss verhindern. Aber es ist 27. Minute und bis jetzt schafft es Liverpool einfach nicht. Also sie arbeiten viel davon, aber schaffen keinen guten Abschluss. Und wieder die Gäste, die Gastgeber, und übers Tor gelenkt. Ja, da freuen wir uns, aber genauso müssen wir uns bei den Mitspielern beschweren. Was ist denn das hier für ein Spiel? Kann doch nicht sein. Das erinnert mich so an, das war schlecht gerade von mir. Das erinnert mich ein bisschen an die Braunschweiger, die gegen schlechte Mannschaften, oder die zumindest auf der Tabelle schlecht aussehen, dass sie gegen die auch schlecht spielen. Braunschweig passt sich immer so ein bisschen an. Wir passen uns auch immer ein bisschen an. Wir haben ja auch, wie gesagt, Leute, die hier mit, ja, wir haben einen RV mit 59. Wir haben so schlechte Spieler hier auf dem Feld. Klar, muss man rotieren, aber dann verstehe ich nicht, dass Mané und Stewart trotzdem spielen. So, das könnte was. Nein. Oh, ist trotzdem ein Abschluss geworden, aber natürlich kein Problem für den Torhüter, der gleichzeitig auch Kapitän ist. Das wäre natürlich cool. Oh, Sturridge ist verletzt. Nein, als ob. Und das gegen so eine Mannschaft, wo man sagen würde, okay, Origi, du könntest auch im Mittelsturm stürmen. Mané.
1:1. Alter, ich habe keinen Plan, wer es war, aber der hat den reingezimmert. War es wieder Zanzi oder? Komische Nummern. Ich kann mir das nicht merken, Alter. Kein Plan, auf jeden Fall, das ist so erlösend. Ah, schöne Vorlage. Und Zonzi, oder Sonsi, Sonsi. Guck mal schon an. 1:1. Genau zur richtigen Zeit, kurz vor der ersten Halbzeit, also kurz vor Ende der ersten Halbzeit so, kurz vor der Halbzeitpause. Und dabei haben wir trotzdem so viel Ballbesitz, wie wir gerade sehen. Das bringt uns aber nichts. Wie gesagt, wir haben viel versucht nach vorne. Definitiv. Es hat nur alles nicht funktioniert. Bitte bekommen den. Ja, perfekt. Alter, perfekt. Oh, faul. Es gibt noch eine Freistoßsituation. Noch einmal Freistoß. Die Standards sind ja meistens nicht so gut. Eine gelbe Karte gibt es noch dazu. Endlich mal auch für die Gegner eine gelbe Karte bei einem Foul. Sturridge schießt, aber ohne Gefahr. Und es dürfte jetzt jeden Moment abgepfiffen werden. Ja. Jetzt. Also 1:1, Dritter gegen den Letzten. Lol. Was ist da los? Wir sehen diesen riesen Auswärtsfans-Block, also den riesen Liverpool-Block da hinten. Voll geil. Die haben quasi die ganze Gerade, beziehungsweise die haben die ganze Gerade mit noch ein bisschen der Kurve so gefüllt. Voll genial. Wir können nur gegen welche, die nicht ganz unten sind und die nicht ganz oben sind, spielen. Also gegen richtig starke Mannschaften, die ganz oben stehen, spielen wir nicht so gut. Ich erinnere mich an Tottenham, Arsenal, Chelsea. Vierter, zweiter und erster Platz, ja. Alle Spiele gegen die oben nicht mit guter Punkteausbeute. Und jetzt hier ganz unten. Übrigens, Sturridge war ja verletzt, aber er kann anscheinend weiterspielen. Fällt mir jetzt gerade erst wieder ein, dass er verletzt war, dass er angezeigt wurde, aber anscheinend erfolgreich behandelt. Coutinho jetzt gegen den Torschützen zum 1:0 Sonsi oder Sonsi. Gewechselt und gute Chance. Zum 2:1, schade. Sturridge stand da ein bisschen im Weg, aber schlussendlich, boah. Aber schlussendlich der Schuss trotzdem gut aufs Tor gekommen. Es gibt Eckball. Oh, wir sehen. Der Gästebereich hier ist schön ausverkauft, aber da oben in der Kurve, da passt aber noch was rein. Ah, wieder gute Chance. Lange sind wir jetzt schon im Strafraum. Und Konter. Ach du Scheiße. 74. Minute. Oh, shit. Oh, geblockt. Und Einwurf. 75. Minute steht 1:1. Reißt unsere Siegesserie jetzt hier. Das wäre ja mal mehr als krass. Das durch so ein scheiß Wettchance, die... Er hat ja nicht geswettet, aber halt super schwer. Aber unsere Offensive war halt auch nicht so gut wie normal. Nochmal Standardsituation für Brighton. Wir sind wieder am Ball. Jetzt muss es langsam mal schnell gehen. Die Zeit tickt. Ja, im Endeffekt tickt sie gegen uns, weil, ja, klar, Brighton braucht die 3 Punkte. Aber. Oh, Abseitstor. Abseitstor, aber gegen den dritten Platz 1 Punkt zu holen, ist für sie auf jeden Fall schon ein guter Gewinn. Und ja, Abseitstor. Ach du Scheiße. Da habe ich Glück gehabt. Das war zwar eine gute Parade, aber die war unnötig, dass sie sein musste. Da hätte ich viel früher rausgehen müssen und den hätte ich, auch wenn die Gegner schneller sprinten können, hätte ich den eigentlich erreichen müssen. Also, kleiner Fehler von mir. Zum Glück wurde er nicht bestraft. Den habe ich halt mit eigener Kraft dann noch ausgebügelt. Aber wir haben ja noch Rückrunde gegen FC Arsenal und Chelsea. Da können wir nochmal jeweils um 3 Punkte rankommen. Aber wenn wir jetzt hier nur unentschieden spielen, wo es knapp davor ist, dann verlieren wir den Anschluss.
Klopp. Ja. Scheiße, ey. Oh, nochmal die Chance, den habe ich. Wo kann ich schnell hinspielen? 3 Minuten Nachspielzeit. Abgepfiffen. Das waren kurze 3 Minuten. Alter, okay, gut. So, nach wirklich langer Zeit mal wieder nicht gewonnen. Aber wir haben auch zum Glück nicht verloren, aber das ist natürlich ärgerlich. Gegen den letzten Platz, wo halt jeder denkt, okay, easy. Die Startaufstellung hat mir halt schon Angst gemacht. Und dann waren wir nicht stark genug. Wir haben, ihr habt es gesehen, also die Gegner haben sogar mehr Schüsse, laut FIFA. Ich weiß nicht, ob die da wieder richtig gezählt haben, machen sehr häufig nicht. Aber wir haben so viel Ballbesitz und haben da definitiv aus dem Ballbesitz nichts gemacht. Also das war schlecht von Liverpool, was sie in der Offensive gemacht haben. Hat vielleicht auch was damit zu tun, dass halt Sturridge schon angeschlagen war und so weiter. Und dann wurde er halt auch noch ausgewechselt irgendwann. Aber im Endeffekt muss man sagen, von unserer Mannschaft kein gutes Spiel. Wir waren nicht schlecht, aber auch nur mittelmäßig. Also bei dem Tor konnten wir nichts dafür, aber zum Beispiel am Ende nochmal eine super Parade gemacht, die aber unnötig war. Also war auch nicht 100% von uns. Ich denke mal, es war aber trotzdem spannend. Spannend war es auf jeden Fall. Mir hat die Folge gefallen und jetzt wird die Premier League nochmal ein Stück härter. Tja, ich bedanke mich aber fürs Zuschauen. Däumchen wären Träumchen. Links seht ihr meine Social Media Sachen. Die Links dazu gibt es in der Videobeschreibung. Rechts seht ihr die Playlist, da könnt ihr draufklicken und auch auf die letzte Folge. Also, haut rein. Ciao.